Wir hatten schon an einigen Beispielen diskutiert, dass die kindliche Welt oder das kindliche Erkunden der Welt sehr mit Differenzbotschaften geprägt wird. Das sind auch gleichzeitig Machtbotschaften. Wie funktionieren die in der gängigen Kinderliteratur? Ich bin sowieso fasziniert von Machtverhältnisse im Sinne von Handlungs, also über sich selbst verfügen und handeln können. Ich bin sehr fasziniert von dem Gegenstand. Ich habe ein Beispiel bei Pippi Langstrumpf, was ich sehr faszinierend finde. Es gibt Pippi Langstrumpf, zu der Erzählung gehört, dass ihr Vater verschollen ist. Und das erklärt sie sich irgendwie, dass er irgendwo an Land gespült wurde und dort König geworden ist über rassistisch markierte Menschen, die sie mit dem N-Wort bezeichnet. Und ihre Mutter ist verstorben und für Pippi ist es klar, dass ihre Mutter ein Engel ist. Es sind so Konstruktionen oder Umgang mit Verlust, das finde ich jetzt erstmal nicht problematisch. Problematisch finde ich mal das, was als Dominanz und als Machtverhältnis daraus kommt. Nachdem ich das gesagt habe, in der dritten Erzählung fährt oder segelt Pippi Langstrumpf tatsächlich mit ihrem Vater auf diese Insel, wo er jetzt regiert und da König geworden ist von diesen rassistisch markierten Leuten. Und er kriegt die größte und schönste Hütte, ist die Hütte jetzt von ihrem Vater, und sie selber kriegt daneben auch eine sehr feine Hütte. Also es ist auch so eine Repräsentation eigentlich davon, von einem Zustehen von besseren und schöneren Sachen, die irgendwie mit Weißsein verbunden werden. Dann gibt's eine ganz kleine Szene. Pippi hat einen Thron, weil ihr Vater ist König und die ist auch Prinzessin. Das wird dann N-Prinzessin genannt. Und es ist interessant, weil eigentlich kommt darin zum Tragen einmal das Unkonventionelle, was Pippi repräsentieren soll, aber gleichzeitig ein Machtverhältnis. Also Pippi sitzt auf ihrem Thron und das ist offenbar die erste Annäherung zwischen Pippi und den schwarzen Kindern, die auf dieser Insel leben. Also die schwarzen Kinder kommen und dann steht in der Erzählung, aus irgendeinem unerklärlichen Grund werfen sie sich in den Staub und kriechen irgendwie Pippi entgegen, weil die sich einbilden, dass weiße Haut viel feiner ist als schwarze Haut. Und die kommen also in dieser unterwürfigen Stellung. Pippi Langstrumpf geht runter von ihrem Thron und sagt so ganz ironisch, dann suche ich mit. Und dann schnüffelt sie mit ihrer Nase an der Erde herum. Bis dahin ist noch das Verhältnis noch nicht so asymmetrisch auseinandergeklafft. Dann steigt sie zurück auf ihren Thron. Dann werfen sich die Kinder wieder in den Staub und kommen ihr entgegen. Und diese Sequenz geht sozusagen so weiter, dass die Kinder sich in den Staub werfen und zu ihr kommen und die vom Thron runtersteigt, aber wieder zurück auf den Thron steigt. Und das finde ich interessant, weil ich habe gesagt, ich habe das als Ambivalenz gelesen, als Spielen eigentlich, mit einer Dominanzposition. Erstens weiß ich gar nicht, warum sie einen Thron hat. Also eigentlich dann können alle irgendwie einen Thron haben. Wenn die so egalitär ist, dann können alle Kinder einen Thron haben. Und zweitens verstehe ich nicht, wenn sie schon sich auf die Erde begibt und sagt irgendwie, spielt hier Sachen suchen, warum geht sie zurück auf ihren Thron? Und das finde ich nämlich spannend, weil die Machtbotschaft ist einerseits, ist als Text drin, aus irgendeinem Grund, aus nichts, einfach ganz natürlich gehen die Kinder davon aus, dass die schwarzen Kinder davon aus, dass weiße Haut feiner ist. Das finde ich schon mal eine Machtbotschaft. Ich finde es eine ästhetische Normierung. Die ästhetische Norm ist, dass weiße Haut eben halt höher bewertet ist. Und sogar Menschen, die keinen Kontakt haben mit weißen Menschen, erkennen das sofort. Weil wir könnten eigentlich den Spiegel umdrehen, wir könnten sagen, Pippi, Thomas und Annika, jedes Mal, wenn sie die schwarzen Kinder sehen, werfen sich auch in den Staub und sagen immer, schwarze Haut muss so fein sein. Auf der gleichen Seite steht nur drin, die schwarze Erscheinung, das, was als schwarze Haut tituliert wird, ist putzig, es sieht so lustig aus. Weil die schwarzen Kinder wälzen sich im weißen Sand und da sagen Thomas, Annika und Pippi sind sich auf einmal einig und sagen, die hätten auch gerne so eine schwarze Haut, das sieht so lustig aus. Also es wird nicht als etwas höher und feiner, sondern in der Bewertung mit Adjektiven verschrieben, die eben halt putzig sind. Das sind halt putzige Leute. Das ist die eine Erzählung. Dann an der anderen Baustelle, es gibt eine Erzählung von Janusz Korczak, das ist eine Erzählung in zwei Teilen, der kleine König Marsyas. Eine Hauptfigur, ein kleiner weißer Junge in Polen. Pippi Langstrumpf ist 9 Jahre alt, König Marsyas ist 10 Jahre alt, also es ist irgendwie so ungefähr in dem gleichen Alter. Sein Vater verstirbt und seine Mutter ist schon vorher gestorben und jetzt wird er König. Also nach einer langen Krankheit stirbt der alte König und er wird mit 10 Jahren König und muss sich jetzt
einen Plan entwerfen, Regierungsplan entwerfen, in einer recht turbulenten Zeit, wo ohnehin die Kräfteverhältnisse zwischen verschiedenen Königreiche verhandelt werden. Es gibt einen Pulk von weiße Könige und es gibt eine kleine Gruppe von schwarze Könige. Und darum geht's in dem Buch. Das Buch wird so ein bisschen als Janusz Korczaks Emil bezeichnet, mit Anspielung auf Jean-Jacques Rousseau, der Emil als Erziehungsroman fiktive Figur, und an dieser fiktiven männlichen Figur dekliniert er durch, was er meint, was eine gute Erziehung, eine emanzipative Erziehung ausmacht, die aber für Frauen nicht gilt, ne, bei Rousseau nicht. Und bei Janusz Korczak scheint das auf jeden Fall für schwarze Kinder nicht zu gelten, weil er lässt dann diese Hauptfigur sprechen und handeln. Dieses Buch ist in dem Sinne, benutzt er das Buch, um sein Konzept von Kinderrechte und von den Handlungsweisen von Kindern, die in einem Kinderparlament, also um einen Entwurf für ein Kinderparlament sozusagen zu machen. Und er zeichnet also so ein Stück weit die Auseinandersetzung, die der kleine König Marsus als 10-jähriger Junge sozusagen durchmachen muss und welche Entscheidungen darauf folgen und auch die Folgenschwere dieser Entscheidung. Da würde ich gerne jetzt auch genauer zwei Szenen angucken. In der einen Szene spricht er davon, dass der kleine König Marsus in großer Not ist. Der ist auf See und der wird gerettet. Janusz Korczak benutzt sehr, sehr oft die Erzählfigur Menschenfresser und die Erzählfigur Wilde. Und jetzt sind die in dieser Szene sogar beide Komponenten vereint. Die wildesten Menschenfresser retten den kleinen König Marsus, der wäre ansonsten gestorben. Offenbar feiern die das irgendwie, und dann schreibt er eben halt, dass sie so wild sind, dass sie volltrunken und Fratzen schneiden, also wirklich schlimme Bezeichnungen von Menschen, dass sie übereinander herfallen, sich gegenseitig aufessen und aus Versehen essen sie noch die friedfertige Königin Schmonzonella oder keine Ahnung, wie die heißt. Und der König Marsus ist irgendwie not amused darüber, wie es aussieht. Er lässt sie zusammen in einem Boot zusammentreiben und schlafend und betrunken, und lässt sie aufs Meer treiben, weil er weiß, dass sie dort umkommen werden. Das finde ich eine sehr gewaltvolle Art und Weise, über Menschen zu sprechen, wo wir wissen, dass es rassistisch markierte Menschen sind. Weil er spricht auch sehr oft, ich sage immer, über den Kontinent mit A, weil das eigentlich weiße Imaginationen sind. Und es geht nicht wirklich um den afrikanischen Kontinent. Aber er spricht in dieser Erzählung immer wieder sozusagen über diesen Kontinent, als wäre es ein realer Ort. Die zweite Szene. Es geht immer um die Verhältnisse und um die Verhandlung zwischen die weißen Könige und die schwarzen Könige. Also er hat einen schwarzen König, den er auch noch Bums Trumps nennt. Und Bums Trumps hat eine Tochter, sie heißt Klu Klu. Also allein da haben wir schon wieder das Thema Putzigkeit. Wenn schwarze Kinder das Buch lesen und sehen, dass die ihnen ähnlich, Menschen, die handelnd vorkommen, die ihnen ähnlich aussehen, Bums Trumps oder Klu Klu heißen, dann ist da eigentlich die Abschätzigkeit, die Power Consciousness letztendlich auch drin. Da nimmt man, jemand heißt König Marsus und der andere heißt Bumstrums. Ist irgendwie klar, dass da ein Missverhältnis drin ist. Und diese letzte Szene, auf die ich zu sprechen kommen möchte, es geht darum, dass der kleine König Marsus ein Foltermuseum eingerichtet hat. Durch das ganze Buch oder durch die beiden Erzählungen, die erste Erzählung heißt der kleine König Marsus, die zweite Erzählung heißt König Marsus auf der einsamen Insel. Durch beide Erzählungen zieht sich durch, dass die Menschen, die verbunden werden mit diesem Kontinent, mit dem Namen A, dass sie Menschenfresser sind und dass eigentlich ihr Verderben und ihr ganzes Leid und das, was ihnen zufällt, hängt damit zusammen, dass sie eigentlich zu dusselig sind, um das mit der Menschenfresserei zu lassen. Und in dem Moment, wo die weißen Menschen intervenieren können und dafür sorgen können, dass sie damit aufhören, wendet sich ihr Schicksal zum Guten. Auf jeden Fall richtet er ein Foltermuseum ein und stellt da die Praktiken der Wilden, und unter Zuhilfenahme des Schwarzen Königs werden jetzt immer alle ankommenden Wilden eingenordet. Die werden da immer durch das Foltermuseum geführt und werden sozusagen diszipliniert daraus geführt. Dazu merkt er auch noch an anderer Stelle ein, dass der ein Fürst auch aus dem Kontinent mit A, der musste bald wieder aus Europa abreisen, weil er sein Vorrat an Menschenfleisch ging zur Neige, und er hatte sich eine Tonne mitgebracht mit Gepökelten, das N-Wort. Und davon naschte er eben halt jeden Tag, und als dieser Vorrat zu Ende ging, musste er halt abreisen. Es ist so gewaltgetränkt, als ich ein Close Reading, eine dichte Lesung von beiden Erzählungen begonnen habe,
war ich total schockiert, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die rassistische Konstruktionen so ein bisschen wie Comic Relief sind. Also halt mal so ein rassistisches Witz, so ein Witz mit rassistischem Wissen immer zwischendrin. Und als ich die Fundstellen rausgeholt habe, noch nicht ganz vollständig, aber schon irgendwie so zwei Drittel, zwischen zwei Drittel und drei Viertel, war ich komplett von den Socken, wie, von welchem Umfang diese rassistischen Konstruktionen sind. Das heißt, es ist eigentlich die Baseline, es ist eigentlich die Grundlage der Geschichte, über einen anderen Ort, der als exotisch und putzig und rückständig gesetzt wird, also darüber sozusagen das eigene Selbst zu konstruieren. Und der Unterschied zwischen Pippi Langstrumpf und dieser Janusz Korczak-Erzählung Der kleine König Marsius, finde ich, ist, dass die männlichen Räume, weil es geht ja mit dem kleinen König Marsius und die weißen Könige und die schwarzen Könige, geht es darum, so ein Stück weit Männlichkeit zu verhandeln. Das ist noch um einiges brutaler als Pippi Langstrumpf es ist. Also da sind tatsächlich dieses irgendwie so billigen den Kauf nehmen, dass Leute umkommen, angeblich gebügeltes Menschenfleisch in irgendwelchen Sachen drin haben. Also Pippi Langstrumpf tut einmal um so als würde sie einen Kannibalen umbringen, um Thomas und Annika zu imponieren, und hat eine Pistole und schießt aus der Pistole und sagt, droht den Kannibalen mit dem Tod und so weiter. Also so eine Lust am Umbringen. Aber es ist nicht so ein krasses Bild wie das, was man in der Erzählung von dem König Marsius sieht. Und also ich stelle mir einfach vor, ich weiß, dass ich immer mit Herz gelesen habe als Kind. Ich bin immer mitgegangen. Ich habe Erzählungen gelesen, war todtraurig. Wenn da traurige Sachen passiert sind, war total verzweifelt, wenn da keine Ausweglosigkeit irgendwie drin war. Und ich bin mal so mitgegangen und habe mich gefreut, wenn es Lösungswege sich abzeichneten. Mein schönstes Gefühl war immer, dass ich mich nicht allein gefühlt habe. Ich hab gesehen, dass Leute Lebensthemen haben, die Bedeutung für mich haben. Und darin habe ich mich dann nicht allein gefühlt. Es gab dieses Buch Harriet und Schwarz wie ich. Das fand ich irgendwie schon allein von dem Titel her. Dachte ich irgendwie, oh ja, also irgendwie, es spricht zu mir. Und ich stelle mir vor, dass wenn ein schwarzes Kind was mit dem Herzen liest und mitgeht, was ja eigentlich der günstigste Fall ist, wir wollen ja Menschen anregen, wir wollen Leselust anregen, wir wollen anregen, dass Menschen lebendig sich beteiligen, also handelnd sich beteiligen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eine Katastrophe für ein schwarzes Kind, ein Buch zu lesen über gepökelten Ents, die in der Tonne irgendwie bereitgehalten werden und genascht werden, bis die Personen irgendwie, weil die davon nicht mehr abkommen, abreisen müssen. Ich finde es irgendwie, es ist echt, ja, es ist schon ziemlich hart einfach.